Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren muisaftigen Episode Let's Play Sons of the Forest. In der letzten Episode waren wir heftig fleißig, wir haben richtig krass weitergebaut am Lager, an der Verteidigung. Und da müssen wir heute auch weiter dran ansetzen. Wie das aussieht, nach dem Intro. Viel Spaß. Und da sind wir auch wieder back im Business zusammen mit Little. Hallo Frau, hallo. Was geht? Hallo, hallo. Ja, nicht viel, ne? Hier, mach dir jetzt aber wirklich mal Nom-Nom. Ja, ich trinke kurz in Real Life was. Nom-Nom. Virginia sieht dezent misshandelt aus. Was ist passiert? Wurden wir in der Nacht angegriffen? Weiß ich nicht. Oh, ich sehe schon wieder, Kevin hat sich verbuggt an der Brücke. Kevin ist ein richtiger Alpha-Kevin. Ernsthaft. Mm. So, beim Topf brauche ich jetzt erstmal Wasser. Ich sehe ihn gar nicht. Hinten, an der Brücke. Ah, ja, ja. Ja, ja, hat's. Ab und zu, wenn man dann in seine Nähe geht, dann, dieser Typ, ne? Er macht mich wahnsinnig. Ja, so ab und zu mal so ein bisschen, ne? Holzstämme und... Machen wir einen Schlitten vor... Nee, Schlitten ergibt doch gar keinen Sinn eigentlich. Aber ich will erstmal, dass er hier weggeht. Ich hätte gerne... Folge mir. Gewusst wie. Oh, wir haben Besuch. Oh, ey, Kevin. Schau mal gerade, was hier Phase ist, schon wieder. Mhm. Oh, seid ja richtig weit gekommen, Yoshi-Sir. Oh, seid ihr tot? Es tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Ey, der lebt ja noch. Hör auf zu zacken. Zittern nicht. So, noch irgendwer? So, Kevin! Kevin, Schüler, voll faul, der Sack. So, tu mir bitte den Gefallen, wo wir gerade hier sind, hol bitte Stämme und füll die Behälter. Ich danke dir! Lauf! Dankeschön. Oh, easy. So, Problem gelöst. Haben wir hier Besuch? Weiß ich nicht. Also ein paar habe ich da gerade auseinandergenommen. Ach ja, der eine liegt noch auf dem Boden. Ja, meint der? Ja. Ja, macht ja nix. Gar kein Mitleid mit dem Arsch. So null. Also wow. Kevin, du warst ja sehr fleißig. Er war ja verbuggt. Kappa. Teilweise. Der wollte jetzt nicht ernsthaft meinen Baum hier fällen, aber oder? Wenn er den fällt, dann ist egal. Komm mal mit, Hasi Pupsi Bäschi. Aua. Aua. Verteidigung geht gut. Mhm. Brenn! Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Okay, Entschuldigung. Es macht aber auch Spaß, sie da reinzuwerfen. Ganz ehrlich mal. Mhm. Verständlich.
Ah, du fängst von der Seite an. Kacke. Wie Kacke? Ach, da. Alles gut. Ich hasse dich. Kevin! Ich helfe dir bei der Arbeit jetzt hier. Schön. Komm mal zu Kevin. Da hat er sich Sarahs Bäumchen gekrallt. Ja, ist voll frech von ihm. Einfach das Bäumchen weggemäht. Junge, Junge. Ist nicht lustig. Doch. Nein. Richtiger Kevin halt. Ist echt traurig. Ja. Oh. Jetzt kann noch kein Baum mehr wachsen. Hier kommt hier eh irgendwann ein Turm hin. Aber mein Baum. Ich finde, Kevin kann mal ein bisschen schneller arbeiten. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Weiß oder? Nicht. Ich habe noch zwei. Ne, das war's. Wir brauchen ihn nicht. Scheiße. Okay. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil ich kann hier drunter noch einen platzieren. Was kannst du platzieren, wo? Also wenn ich jetzt so einen kleinen Baumstamm habe, kann ich hier drunter unter diesem, ja, mach doch. Was da so halb ist. Ja, chillig. So sieht das ein bisschen sinnvoller aus, habe ich den Eindruck. Ja. Jetzt kann ich da, nee. Soll ich dann den einen hier noch drunter wegnehmen, diesen kleinen halben? Nein, lass den ruhig da. Nein, nein. Lass den ruhig da. Aber jetzt kann man doch theoretisch diese Baumstämme hier mitnehmen, oder? Dieses Viereck. Ich glaube ja. Ich probier's. Gut aus. Nice. Sind das ganze Baumstämme nicht, ne? Doch. Ne, die hier nicht. Achso, die im Boden meintest du. Okay. Hm. Aber dann macht man hier raus einfach Feuerholz. Feuer. Apropos. Achso, lol. Unser Holz hat gerade Feuer gefangen irgendwie. Cool. Lol, Roffel XD. Hä? Ach so, weil man den nochmal spalten kann. Ich verstehe. Bisschen Feuerholz. Feuer. Ah, geil, Flickflack-Uwe. Was geht? Du kümmerst dich um Flickflack-Uwe, ich mach hier weiter. Unsere Verteidigung kümmert sich da schon drum. Oh. Keine Muni. Das ist aber ungünstig. Flickflack-Uwe. Warum bist du jetzt so? Das ist so unsympathisch. Was hier lang, Flickflack-Uwe. Unser Haustier. Komm mal her, Flickflack-Uwe.
Hast du Schmerzen? Die Fleischwurst irgendwie. Mhm. Ey, Flickflack, Uwe, don't übertreib your Lage, ne? Schon drüber genickt und nachgedacht. Oh, Flickflack, Uwe. Heute schon mal genickt? Ja. Er ist im Arsch. Er gehört eigentlich nicht hin. Oh. Oh, mach ich nochmal Vollholz gleich fertig. Ah, ich wollte mir noch was zu essen machen, ne? Lol. Mhm. Vollholz. Weil mein Charakter ist hier hart am Hungern. Topf. Ach, der ist leer auch noch. Was eine Scheiße. Ja, gut. So. Kevin, schneller. Wenn die Frau schneller ist als du, arbeitest du zu langsam. Finde den Fehler. So. So, Holz ist fertig. Nö. Wie fertig? Ach so. Alles verbaut. Nö, hier ist doch noch Holz. Nein, ich meinte jetzt von den... Und hier fehlt auch noch die zweite Reihe. Da fehlt die zweite Reihe. Hier fehlt noch oben die zweite Reihe. Überall, wo Spikes sind. Ach so. Da muss noch eine zweite Reihe drauf. Ach so. Gar nicht dran gedacht. Mm-mm. Haben wir beide verkackt. Habe ich nämlich auch nicht dran gedacht. So, was gibt's denn heute? Lecker Arm und Nudelsuppe. Oh, mein Essen steht auf dem Herd. Hey, klaut einfach mein Haus. Hä? Konnte ich da auch nicht draufstellen? Warum? Hä? Warum geht das nicht? Ah. Deswegen. Okay. Ich spalte die Kacke hier. Spalten! 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 Aber ja, ey, das sieht schon... Boah, fuck, sieht das beeindruckend aus. Ne, Kevin, ist geil, oder? Warte mal, Kevin hat dich nicht gelobt, das ist nicht okay. Kevin! Kevin! Komm mal hier. Du musst die Frau loben. Das macht einfach zu viel Spaß. Kevin, geht's dir gut? Ja, komm, steh auf. Mach deine Arbeit, bitte. Dankeschön. Ich hab Kevin mal ein bisschen motiviert. Mhm. Motiviert. Ja. Das machen wir, mit Silber auch so. Er muss so. Oh, WhatsApp. Hm. Ich hab gerade geguckt, ob es von Silber neue Nachrichten gab, aber noch nicht. Ach so. Noch nicht. Uiuiuiuiui. Bin gerade am überlegen, ob ich auch nochmal losrenne und Holz hole. Aber nee, Kevin macht das gerade ziemlich gut. Brauchst du noch halbe? Hier Viertel? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Da muss keiner mehr hin. Da muss auch keiner mehr hin. Ne, brauchst du aber zwei ganze. Chillig. Ja. Oh ja, die hast du sogar. Geil! Ja. Dann mache ich hier raus noch mal ein bisschen Brennholz. Zack. Ja, da hinten bei dem Holzding liegt auch noch so ein Viertel. Ja. Muss ja hier nicht vergammeln, ne? Mhm. Weil dadurch, so, dass jetzt brauche ich wieder Stöcke. Haben wir ja da.
Ja, so viel jetzt auch wieder nicht. Alter Schwede. Ein bisschen Vollholz haben wir. Hier ist der hier. Ja, genau, den meine ich. Alles klar. Das Feuerholz kann man dann irgendwann auch woanders hin tun. Aber jetzt gerade ist das schon okay, dass es hier ist. Nee. Ja, und so. Schönes Ding. Hier ist auch noch einer. Cool. Ja! Hast du eigentlich an deinen Nomnam gedacht? Ja. Gut, gut. Steht oben auf dem Herd. Geht's halt wirklich. Und es despawnt nicht. Voll gut. Ja, ich gönne mir jetzt auch meinen Nomnam. Hühnernudelsuppe. Fun Fact, da ist kein Huhn drin. So null. Egal. Also Leute, ne, wenn ihr zum Asiaten geht, bestellt euch keine Hühnernudelsuppe. Ihr wisst nicht, was drin ist. Das wollte ich jetzt eigentlich. Nee. Gehst du gerne asiatisch essen? Eigentlich mag ich asiatisch. Ja. Jetzt nicht mehr. Guten Appetit. Nee. Die Losers und ich haben übrigens eine Eigenschaft. Übertrieben gemeinsam. Wir schaffen es mit dem Fingerschnipp, den Leuten das Essen zu verderben. Voll geil, oder? Ja, weil es auch voll geil ist, ne? Ja, doch. Nom nom für den nächsten Tag vorbereiten. Chillig. Und dann helfe ich dir mal mit der Befestigung oder so. Ah ne, befestigt muss doch gar nichts werden, ne? Du bist ja noch am Umklatschen. Ach, Kacke. Was denn? Na gut, der war nicht so gut, aber egal. Das macht nichts. Solange man hier durchkommt. Kevin, mach's nicht kaputt. Der Typ ist so ein Alpha, Kevin, ne? Das kannst du keinem erzählen. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst vor mir. Ich weiß nicht warum. Hab dem ja nie wirklich was getan. Arbeitsrechtlich ist das alles total in Ordnung, was hier geschieht. Ja. Ja. Arbeitsrechtlich absolut in Ordnung. Da meckert keiner. Es muss so. Ja. Oh. Aua! Bist du blöd? Entschuldigung. Sammy, der Wichser, Alter. Oh mein Gott. Aua! Jetzt verpiss dich! Aua! Wirklich, ich krieg davon Schaden. Ich hab gleich kein Leben mehr. Echt? Ja, echt. Entschuldigung, es war zu verlockend. Mhm. Ja, ich höre ja schon auf. Wir wollen ja auch vorwärts kommen, ne? Oi, 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 oi. Wir wollen ja auch vorwärts kommen. Ja, ist so. Oder nicht? Ich habe den Eindruck, dass du gerade salzig bist. Nein. Okay. Dann geht's ja noch. Hä? Was denn? Ich finde keinen Snap rein. Ja, es ist immer recht interessant. Ah, geil, Stein. Wie? Inventory full? Zwei, drei.
Denk dran, dass du nicht da oben rumrennst, ne? Wenn das nicht befestigt ist. Weil alles, was du da gerade aufstellst, reißt du sonst wieder ab. Warte, noch im Snapper gucken. Ja. Ist mir schon klar, aber es muss befestigt sein, sonst reißt du alles wieder ein. So, jetzt kannst du auf den drauf, wo du gerade eben rumhüpfen wolltest. Das ist mir nämlich auch passiert und ich habe mich gefragt, warum da keine Verteidigung mehr war. Da war ich ein bisschen salzig, also ganz geringfügig. Bisschen. Ja. Ganz minimal, ist kaum aufgefallen. Alter, wie viele von diesen fetten Felsen gerade hier rumliegen. Ja? Kannst du mich kurz aufheben? Ja, mach ich sofort. Bitte. Ja. Hast du noch Medizin? Ja, ne? Müsstest du eigentlich. Ich glaube, einen habe ich noch. Wir hatten noch am Stand noch welche gefunden. Gut, dann habe ich mehrere. Habe ich drei oder so. Ah, ich komme rüber. Alter! Diese Spike-Wall, ne? Auf Justice. Junge. Ja, die Spike-Wall hat mich gerade ein bisschen. Macht Aua, sagst du. Eieieiei. Okay. Ne, ich hab drei. Ja, sehr gut. Warum ist denn hier so ein ganzer. So weit kommen die gar nicht. Hoffentlich. Wir stehen ja, will dir die ganze Zeit irgendwas zeigen, ey. Ist mir egal. Ja, fühle ich. Können die Dinger dann hier umgeklatscht werden? Ja. Gut. Wenn man rankommt. Oh, ein fettes Sven. Eben hatte ich doch hier einen. Alter, die Spikes sind wirklich böse. Eieieiei. 2, 3. Ja, hier kommt keiner mehr durch. Also jetzt mal ernsthaft. Und wenn doch, Respekt. Ich muss mir hier mal gerade so eine Stütze bauen. Ich komme da nämlich echt nicht ran. Lol. Ah. Man weiß sich ja zu helfen, ne? Alter, ich habe immer ein bisschen Schiss, hier runterzufallen. Oh. Geil! Dann kann das hier weg. Ich verstärke hier schon mal weiter. Ich meine, was wir haben, haben wir. Alter Schwede. Ist nicht wahr jetzt. 1, 2. Boah, ist mir warm, Freunde. Ist es bei euch eigentlich auch so warm? Haut's in die Kommentare. Ey, Karamba.
Boah, das ist schon böse, was du hier hingezimmert hast, ne? Ich? Ja, doch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Sagen sie alle. Und hinterher spießen sie sich hier auf, ey. Ich hab nur die Anweisung von dir befolgt. Die Anweisung, wie das klingt, ey. So, eins, zwei. Meine freundliche Bitte. So. Die Anweisung! Befehl! Ausführen! Die Anweisung erglunzt. Mhm, was? Genau. Ja, dann haben wir nämlich schon mal das Wesentliche von der Verteidigung bald fertig. Mhm. Okay. Ich denke, ich werde Kevin jetzt wieder den Auftrag geben, Steine ranholen, oder? Ja. Weil. Sehr sinnvoll. Ja. Du bist nämlich gerade so fleißig dabei mit dem Stockgedöns. Einer muss ja fleißig sein. Bin ich nicht, oder was? Uschi. Nee, das war auf Kevin bezogen. Ach so. Der Typ ist sowieso eine Spezialmarke. Hol mal bitte Steine! Und füll die Behälter, ich danke dir. Oh, führt er instant aus. Der nickt noch nicht mal, er macht's einfach. So will ich das sehen. Das ist dann nicht Arbeitsmoral. Ist so. Dann mache ich hier mal mit dem Holz weiter. Das brauchst du ja gerade nicht. Dass wir hier schon mal einen Schritt vorwärts kommen und einen Teil des Lagers dann mal woanders hinballern können. Ja. Weil Little Meh hat ja auch noch was vor. Alter Schwede. Sie. Hm. Alter Schwede, das nimmt jetzt wirklich Gestalt an, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Aber es ist echt zeitaufwendig, ne? Also so generell dieses ganze Projekt. Ja. Ich frage mich, was am Ende mehr Folgen hat. Dieses Projekt oder Hogwarts Legacy? Ha! Oh. Das fand ich schon sehr zeitaufwendig. Mhm. Aber auch schön, es hat Spaß gemacht. Oh mein Gott. Ha? Ich habe einen Snapphand oben auf dem Baumstamm gefunden, da hinten, wo, wo es halt eigentlich nicht ging. Ah, nice. Am Anfang. Nice, nice. Das sind noch mehr erfreuliche Nachrichten. Mhm. Na doch, ich klatsche noch einer hin. Ah, shit. So, jetzt heißt das umklatschen die Kacke hier. Das haben wir immer so schräg hingeballert. Dann kommt das auch schräg hin. Das kommt gerade. Bleib hier, Holz.
fuck yeah. Virginia, ich habe keine Zeit für dich. Find's aber süß, dass sie uns immer irgendwas zeigen will. Jetzt fühlt sich wahrscheinlich Kevin benachteiligt, weil er zeigt uns halt auch irgendwas. Nämlich den Part, wo die Evolution einfach verkackt hat. Entschuldigung. das ist halt das so. War schon deep. Entschuldigung. Ist halt so. Kann ja auch nichts dran ändern. Was los, Kevin? Ständer voll? Nö. Kevin! Klar, hier oben findest du Stein. Ich bin begeistert. Oben im Lager. Ernsthaft, der war gerade oben im Lager. Ist das ein... Also ein Profi. Absolut. Ich bewundere ihn. Kappa. Ja. Ist richtig bewundernswert. Ja, doch. Alter, Stock ist auch fast wieder alle, ne? Ja. Wie viel Stock habe ich gerade im Inventory? 15, 16, 17, 18. Kann man ja schon mal theoretisch hier oben was vorbereiten. So ganz minimal. Ei. Wie viel Steinlager braucht man denn? Das ist halt die Frage. Wie viel habe ich denn jetzt hier draußen? 6. Insgesamt. Ja. 6. Ne, sogar 8. 2, 4, 6, 8. Ja, eiskalt. Ja. Eiskalt. Dann würde ich sagen, stellen wir die ersten Holzlager drinnen auf. Jetzt ist natürlich arschdunkel. Wo ist Kevin? Kevin. Hör mal mit Stein auf. Wir brauchen gerade Stock. Kevin. Ja, Kevin, komm, heb den Stein noch auf da. Komm schon. Kevin. Kevin. So eine Evolutionsbremse.
Dankeschön. Kevin, 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 Kevin. Hol Stöcke und mach die Behälter voll. Dankeschön. Ich hoffe, das war nah genug am Stocklager dran. Boah, bestimmt. Aber, Freunde, dann würde ich an dieser Stelle schon mal sagen, Ladies and Gentlemen, wir sind höchst offiziell am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, positive Bewertung, da lassen wir natürlich ein Träumchen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken, Panels, Gaming, Triebwerk und der Merch sind natürlich verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüdi.